Ja? Hallo. Das ist ein echter Liebesbeweis. Habe ich da gerade das Wort Liebesbeweis gehört? Na ja. Das sagt man manchmal so dahin. Doch nicht ernst gemeint. Ach, schade eigentlich. Jedenfalls bin ich noch nie in meinem Leben freiwillig um 6 Uhr für jemanden aufgestanden. Anna, ich muss dir was sagen. Ja? Ich stehe eigentlich immer so früh auf. Oh. Ja, ganz besonders heute. Du siehst schick aus, wenn du so sportlich daherkommst. Und ich bin noch nie zum Spaß in meinem Leben einfach so gelaufen. Ich fahre lieber Rad, wenn ich mich auspowern will. Na, dann haben wir ja was gemeinsam. Vielleicht fällt mir da ja noch mehr. Habt ihr kein Zuhause? Schade, dass wir keinen Ort haben, an dem wir ungestört sein können. Heute Abend? Wer nichts isst, der kann auch nicht lernen. Recht hat sie. Guten Morgen. Tust du endlich mal wieder was für dich? Ja. Na, guten Morgen, Sonnenschein. Papa, nicht so laut. Ich schlaf doch noch. Bibi, schau mal. Clara kann beim Essen schlafen. Kannst du das auch? Als ich so alt war wie sie, ja. Kannst du mir das beibringen? Nein, das lernst du von ganz alleine. So mit 13, wenn dann die Pubertät kommt und man so doof wird. Und andere bleiben auch für immer doof. Schaut euch Bibi an. Habt ihr noch was für uns übrig? Unser Kaffee ist alle. Na klar. Na, wie war die Nacht? Lisa schläft noch. Sie hat die ganze Nacht gelernt. Wenn du willst, nehme ich dich gleich mit zur Physiotherapie. Ja, das wäre gut. Kannst du mir mal bitte die Erdbeeren geben? Och, gibst du mir mal bitte das Glas da. Anna, ich dachte, du schläfst noch. Ich wusste gar nicht, dass du joggst. Ich auch nicht. Aber es gibt für alles ein erstes Mal. Ich brauche einfach mehr Bewegung. Guten Morgen. Guten Morgen. Aber du musst doch nicht abnehmen. Ja, darum geht's doch gar nicht. Es tut einfach gut. Gut. Gut, dann probiere ich das auch mal. Dann haben wir etwas, was wir gemeinsam machen könnten. Sozusagen das Gegenteil zum Essen. Jetzt warte doch erst mal ab, ob ich überhaupt durchhalte. Hm? Na, ob das gut ist. Das Frühstück, Anna! Das Frühstück! Guten Tag. Wollen Sie zu Dr. Kleist? Ja, ich habe seit heute Nacht furchtbare Bauchkrämpfe. Es wird immer schlimmer. Ja, kommen Sie mal mit. Können Sie mir vielleicht gleich was gegen die Schmerzen geben? Das darf ich nicht ohne den Doktor, aber ich kann Ihnen zeigen, wie Sie dagegen anatmen können. Kommen Sie. Na, das ist ja typisch. Kaum ist man beim Arzt, schon hört es auf. Das kenne ich. Hallo. Hallo. Ich nehme 2 mit. Ja, sehr gerne. Sehen sehr gut aus. Danke. Kann ich anschreiben? Ja, könnte. Wenn der Schmerz kommt, dann hecheln. Wie bei einer Geburt, wissen Sie? Guten Morgen. Guten Morgen. Wo ist denn... Gott, was ist denn da los? Gott sei Dank. Nora! Das ist Hedwig Günther. Die Schmerzen haben gestern Abend angefangen und die werden immer schlimmer. Wo tut sie denn weh? Hier, überall. Oh. Darf ich mal? Rufen Sie sofort den Krankenwagen. Frau Günther, Sie sind schwanger. Unmöglich, ich bin schon in Wechseljahren. Wann hatten Sie denn Ihre letzte Periode? Ich weiß nicht, ungefähr 2 Jahre her. Das kommt schon alles in Ordnung. Vielen Dank. Wiederhören. Was? Das kann nicht sein. Mein Mann wird verrückt. Einatmen. Ausatmen. Und, was macht die Physiotherapie? Katrin hat gesagt, ab nächste Woche kann ich wieder mit dem Lauftraining anfangen. Ach übrigens, Jim kommt morgen her. Wir wollten morgen angeln gehen. Ja, keine Sorge, er kommt erst gegen Abend. Ist er auf der Durchreise? Nee, ich habe ihn angerufen, wann er Zeit hat. Wir müssen echt langsam mal einen Plan machen. Meinst du nicht, das ist viel zu früh? Du weißt doch,
Wir müssen noch einige Zeit warten, bis wir bestimmte Untersuchungen machen können. Ach Quatsch, ich kenne doch meinen Körper. Ich fühle mich großartig. Wenn ich wieder laufen kann, kann ich auch wieder Tennis spielen. Guten Morgen, Frau Schörling. Herr Doktor und ich, wir haben heute ein Baby bekommen. Was, hier in der Praxis? Ja, stell dir vor, das ist das erste Baby, was bei mir in der Praxis auf die Welt kommt. Also, Frau Günther, machen Sie es gut, ich komme Sie in der Klinik besuchen. Ja? Und Glückwunsch auch mal. Ja, erst hat sie gedacht, sie hat Bauchkrämpfe und dann sowas. Also, Frau Köhler, die Virusgrippe war ja nicht ohne. Aber Ihre und Arnes Blutwerte sind wieder im Normbereich. Aber Arne ist immer noch ständig schlapp. Gucken Sie mal, wie blass der ist. Hast du Stress in der Schule? Nee, sie langweilt mich. Weil es nicht abwarten kann, an den Computer zu kommen. Seit der Grippe daddelt er den ganzen Tag daran herum. Oder schaut fern. Hast du denn keinen Bock auf Sport? Nee. Hast du keinen Appetit? Doch, auf Chips und Schokolade. Mensch, Arne, du musst Sport treiben, rumtoben. Ich meine, ein Junge wie du ist doch den ganzen Tag draußen. Meine Freunde gehen auch nie raus. Die sind so versessen auf diese Computerspiele. Papa sitzt ja auch den ganzen Tag vor dem Computer. Er ist selbstständig. Früher ist er immer mit mir rausgegangen. Trotzdem, Frau Köhler, Sie müssen Ihren Männern Beine machen. Und in 4 Wochen möchte ich ihn noch mal sehen. Okay. Danke. Tschüss. Wiedersehen. Tschüss. Nora, ich gehe in der Mittagspause schnell in die Klinik und schaue bei der Baby vorbei. Danke. Schönen Gruß. Ja. Ach, Herr Doktor, schön, dass Sie da sind. Stellen Sie sich vor, der Kleine ist kerngesund und hat die volle Punktzahl. Getrunken hat er auch schon. Ich habe sogar Milch. Und was sagt der stolze Vater? Ich bin überwältigt. Ich wollte immer viele Kinder. Und jetzt hat es plötzlich doch noch geklappt. Gott sei Dank haben wir das Haus noch nicht umgebaut. Und die Babysachen von Lotte haben wir auch noch. Ja. Die ist auch ganz begeistert über ihren kleinen Bruder. Wissen Sie denn schon, wie er heißen soll? Hätten Sie was dagegen, wenn wir ihn Christian nennen? Nein, überhaupt nicht. Also, ist das gut. »49, 48, 47. Die Krücken brauchst du bald nicht mehr. Kannst wieder alleine laufen. Ich bin so stolz auf dich. Das ist alles dein Verdienst. Und deiner. Ein Glück, dass du Leistungssportler warst. Bist. Bitte. Im Moment aber nicht. Kann er wieder werden. Wenn dein Rücken wehtut, nimm die Krücken wieder. Auf keinen Fall übertreiben, sondern das Pensum Tag für Tag langsam steigern. Langsam steigern bis zur alten Höchstform. Darauf kannst du Gift nehmen. Und wenn ich es nach Wimbledon geschafft habe, dann bekommst du eine Ehrenkarte von mir. Und dein Freund auch. Den kannst du auch mitnehmen. Apropos Freund, ich muss dir noch was sagen. Ihr heiratet. Nein. Heute ist mein letzter Tag hier. Wie? Ich gehe mit meinem Freund nach Leipzig. Wir machen deine Praxis auf. Aber ich brauche dich doch hier. Weitermachen. Du bist bald wieder wie neu. Hast du doch gerade selbst gesagt. Noch 2. Noch 1. Super. Habt ihr was aus? Wir sollen malen, was wir werden wollen. Und was möchtest du diese Woche werden? Na, Tennisspieler, das weißt du doch. Guck mal, da ist Anna Schöller. Ja und? Papa ist in sie verliebt. Quatsch, wie kommst du denn da drauf? Weil er sie geküsst hat. Ich hab's gesehen. Ich bin doch nicht rum. Ich bin nicht rum. Er ist verliebt. Er hat's mir selbst gesagt. Das glaube ich einfach nicht. Du kannst ihn doch fragen. Gib's zu, du willst dich nur drücken. Drücken ist das falsche Wort. Ich fühle mich einfach so, als würde ich Pibi bei lebendigem Leib das Herz rausreißen. Das ist nicht nur für ihn schlimm, das ist auch für mich schwierig als Vater. Aber unabwendbar. Pibi muss wissen, dass für immer Schluss ist mit dem Profi-Tennis, bevor er es von Jim erfährt. Das wäre allerdings eine Katastrophe. Meinst du, wir hätten ihm die Wahrheit früher sagen müssen? Das glaube ich nicht. Jetzt ist er wieder fit für ein ganz normales Leben, deswegen haben wir ja so lange gewartet. Versuch's als Arzt zu sehen. Pibi muss lernen, dass er diesen Traum nicht leben kann. Und ich bin ja auch noch da.
mal, Thorsten, willst du nicht mit Arne in den Wald fahren? Nein. Eine richtige Vater-Sohn-Tour, so wie früher. Ich muss am Wochenende die Steuer machen. Wir können ja später noch ins Kino gehen oder so. Nein, ihr sollt euch bewegen. Raus, an die Luft. Das wird dir auch gut tun. Außerdem ist schlechtes Wetter angesagt. Keine faulen Ausreden. Ihr geht wandern. Du willst mich aus dem Haus jagen, oder? Ja. Abgemacht. Mama, ich hab Hunger. Wir schon sehen, was du davon hast. Ja, ich komme. Mhm. Feierabend. Ich dachte, wir können zusammen noch ein bisschen shoppen gehen. Ich komme gerade aus dem Seniorenheim und habe einem alten Herrn zu seinem 100. Geburtstag gratuliert. Der ist so fit, da habe ich beschlossen, ich möchte auch 100 werden. Ja, und was kann man dafür shoppen? Laufschuhe, Pulsmesser und Ja, aber das geht jetzt nicht. Ich habe heute Abend noch einen Termin. Es ist praktisch schon Wochenende, also nicht, dass da was einreißt. Nein, nur wenn es wirklich wichtig ist. Mach dir da mal keine Gedanken. Und jetzt, ich müsste noch was vorbereiten. Na gut. Dann gehe ich mal jetzt. Ja. Wir sehen uns dann noch. Also es kann sein, dass wir noch essen gehen. Oh, du musst ja einen großen Fisch an der Angel haben, was? Ja, das habe ich. Tschüss. Das soll jetzt nicht heißen, dass ich denke, ich wollte nur mal ausprobieren, wie sie funktioniert, damit wir nicht, also ich meine, falls, wenn, naja, jetzt geht sie jedenfalls nicht mehr vor und auch nicht mehr zurück. Also. Hallo, mein Schatz. Tut mir leid, ich hatte noch einen Notfall. Das macht nichts, ich lerne ja eh den ganzen Tag. Schläft Rosalie schon? Ja, das ging heute mal problemlos. Also, wenn du willst, dann stelle ich mich für Übungszwecke zur Verfügung. Heute nicht. Bald ist ja die Formulatur geschafft. Ich kann es kaum erwarten. Hast du überhaupt schon was gegessen? Inge hat Gulasch hochgebracht. Steht auf dem Herd. Gut, dann mache ich uns das jetzt warm und dann essen wir wenigstens zusammen.
Vielen Dank für dein Verständnis. Vielleicht sollte ich dich doch zu Übungszwecken benutzen. Warum nicht? Papa, lies mir eine Geschichte vor. Okay. Aber nur eine ganz kurze. Es ist nämlich schon spät und du musst schlafen, ja? Sag gute Nacht, Mama. Gute Nacht. Gute Nacht, mein Schatz. Ich fühle mich wie 17. Hör lieber auf 19. Sonst werde ich noch wegen Verführung Minderjähriger benannt. Also gut, ich fühle mich wie ein verliebter 19-Jähriger, der jetzt leider gehen muss. Oh, nicht. Bitte. Doch, sonst bleibe ich die ganze Nacht bei dir und das geht nicht. Ich muss ja auch los. Mein Bruder ist sonst im Stand und holt die Polizei. Hm. Du? Hm. Ich bin nicht so gut im Ausreden erfinden. Ich auch nicht. Arne, beeil dich! Denk an das Fernglas. Hier, ich habe euch ein bisschen Proviant gemacht. Lauter gesunde Sachen. Aber zum Abendessen sind wir doch wieder zu Hause. Ihr könnt doch trotzdem Hunger kriegen. Ich freue mich richtig, dass du uns rausgetrieben hast. Dein Doktor hat recht. Tschüss, Mama. Tschüss, mein Schatz. Viel Spaß. Ciao. Ich hab total verschlafen. Ist wohl spät geworden. Eier? Oh ja, sehr gern. Clara, denk darüber nach, ob du eine Freundin hast. Ach so, tut sie das. Hast du eine? Wir haben keine Angelhaken mehr. Kein Problem, kaufen wir unterwegs. Lass mich nur schnell was frühstücken, ich hab einen Bärenhunger. Okay, ich pack dann das Auto. Hast du nun eine Freundin oder hast du keine? Hör zu, Inge, du musst dich darauf gefasst machen, dass Peavy die Laune heute gründlich vergehen wird. Wieso? Wollt ihr es ihm heute sagen? Es ist also so, dass er nie wieder Tennis spielen kann. Nicht mal zum Spaß. Er darf seinen Rücken nie wieder belasten. Freust du dich? Ja. Dann los, da lang. Weißt du noch, als wir letztes Jahr einen kleinen Kuckuck gefunden haben, der auf dem Nest gefallen ist? Klar weiß ich das noch. Ich habe ihn ja schließlich durchgefüttert. Hier haben wir ihn freigelassen. Stimmt. Zeig mal. Echt. Komm, da lang. Was ist das denn jetzt? Keine Ahnung. Das gibt's doch nicht. Guten Tag. Kommen Sie vom Gebirgsbach? Ja, aber wenn Sie dahin wollen, müssen Sie zu Fuß gehen. Es liegen überall entwurzelte Bäume.
Danke. So ein Mist. Scheint nichts zu werden mit unserem Angelplatz. Wir können noch laufen. Das schaffst du noch nicht. Wir müssen ja jetzt nicht rennen. Na gut, dann hol deine Krücken. Wieso hast du die eingepackt? Ich kann die Dinger nicht mehr sehen. Ich will die nicht. Ich will endlich wieder was Normales machen. Phoebe? Hast du gar keinen Hunger? Nö. Komm, eine Karotte wird gegessen. Ja. Dann nimmst du eine. Los, Anne, dein schönstes Lächeln. Los, freu dich mal ein bisschen. Los, noch eins. Mehr Lachen. So ist gut, jetzt ich. Hier. Achtung, aufpassen. So, eins für die Mama. Schön lächeln. Ja, schön lächeln. Noch eins. Der zweite kommt. Hand. Ja, da rüber. Guck mal, schön. Ha. Guck mal. Ein Frischling. Sag mal. Das ist ja eine ganze Rotte. Wow. Hier, guck noch mal. Siehst du? Hilfelos. Es ist wunderschön hier. War doch eine gute Idee, hierher zu kommen, oder? Wie geht's dir? Super. Nichts tut weh. Alles ganz normal. Ich fühle mich seit Wochen zum ersten Mal wieder richtig gut. Konnte auch niemand wissen, dass du so schnell wieder auf die Beine kommst. Ich habe euch das gleich gesagt. Und wenn ihr grünes Licht gebt, dann fahre ich ins Tenniscamp. Hilfe! Phoebe? Michael hat gestern mit Professor Keil gesprochen und... Hilfe! Hilfe! Arne! Mein Papa! Was ist denn passiert? Er ist von einem Hochsitz gefallen. Er kann nicht mehr laufen und er blutet ganz doll. Was denn für ein Hochsitz? Findest du da hin? Ich weiß nicht. Ich bin einfach durchs Gestrüpp gerannt. Weißt du noch, wo ihr gewandert seid?
Der blaue Rundweg. Da ist ein Hochsitz. Das ist gleich da vorne. Das ist nicht weit. Ich bin Arzt. Sie gehen in Sicherheit. Mist, hier ist kein Netz. Ich habe auch keinen Empfang. Geh mal schauen, wo der Empfang ist. Ruf die Notrufzentrale an. Wir brauchen Rettungshubschrauber. Ich muss ihr Hosenbein aufschlitzen. Muss er sterben? Nein, Arne, es ist nur eine Beinverletzung. Ich brauche Druckverband. Sehr schlimm? Nee, ich muss die Blutung stillen. Bisschen weh? Du musst keine Angst haben. Er hat ja gleich zwei Ärzte bei sich. Jetzt. Zentrale Leitstelle Thüringen? Ja, ich rufe im Auftrag von Dr. Christian Kleist an. Ich bin sein Sohn. Wir haben hier im Wald von Probstzelle einen Notfall. Der Patient ist schwer verletzt und hat starken Blutverlust. Wir brauchen so schnell wie möglich einen Rettungshubschrauber. Können Sie mir bitte sagen, wo genau Sie sich befinden? An Blauen Wanderweg. Der Patient liegt am Hochsitz, Kilometerstein 15, aber da ist kein Handyempfang. Ich schicke Ihnen sofort einen Hubschrauber raus. Ja, danke. Wann kommen Sie? Wir schicken den Rettungshubschrauber sofort los. Kann ich zurückgehen und Papa das sagen? Nein, du bleibst hier, falls die Notrufzentrale nochmal anruft. Du musst dir ganz genau merken, was sie sagen, das ist wichtig. Schaffst du das? Ja. Okay, ich bin sofort wieder da. Gleich kommt Hilfe, Herr Köhler. Das hält ja nicht lang durch. Der Druckverband hält nicht. Wir müssen was machen, sonst verblutet er uns. Der Hubschrauber ist unterwegs. Er kann auf der Lichtung landen. Ich laufe zurück zu Arne. Okay. Gott sei Dank. Alles wird gut, Herr Köhler. Der fliegt wieder weg! Hey! Christoph 70 kann nicht landen. Da sind umgestürzte Bäume auf der Lichtung. Aber dann stirbt mein Papa. Hallo, hier ist Peter Kleist. Wo ist das Problem? Der nächstmögliche Landeplatz ist am Ostrand des Waldes, auf der Wiese. Die Notärzte kommen dann so schnell wie möglich zum Unglücksort. Nein, das dauert zu lange. Sie müssen es versuchen. Mein Vater hat gesagt, der Verunglückte hält nicht mehr lang durch. Tut mir leid. Unsere Jungs tun ihr Möglichstes, aber ihr Leben können sie nicht riskieren. Ich kann mal versuchen, das Forstamt zu kontaktieren. Vielleicht haben die ja ein Transportfahrzeug. Dann geht's etwas schneller. Aber mehr können wir im Moment leider nicht tun. Richten Sie das bitte Ihrem Vater aus. Mein Vater wird ihm helfen. Er ist der beste Arzt der Welt. Ihm fällt immer was ein. Komm. Es muss eine Gerinnungsstörung sein. Ja. Herr Köhler, Herr Köhler, nehmen Sie Blutverdünner? Ja. Thrombose im Bein, vor 2 Monaten.
Wir müssen die Arterie abklemmen. Hast du eine Idee? Gib mir die Angelhaken. Hier, ich guck zu deinem Vater. Genau hier sitzen bleiben. Die Blutung steht. Sieht aus, als hätten wir es geschafft. Puls ist schwach, aber stabil. Sollen wir nähen? Nee. Lass uns auf die Notärzte warten. Der Hubschrauber kann auf der Wiese am östlichen Waldrand landen. Und? Ja, wir haben ihn operiert und die Blutung gestillt. Ihr seid echt der Wahnsinn. Wie kriegen wir ihn dahin? Keine Ahnung. Phoebe, du weißt doch, wie man eine Trage baut, oder? Phoebe, wir könnten auch noch. Jetzt schon besser. Ich habe da unten gute Äste gesehen. Wir bauen jetzt eine Trage. Wir brauchen zwei stabile Äste. Den da vielleicht. Und den hier vielleicht. Nebeneinander legen. Hiermit verbinden wir die. Durchziehen. Okay. So. Das müsste gehen. Komm. Geht's dem Patienten? Patient hat viel Blut verloren. Kreislauf stabil. Okay. Aber du weißt schon, dass du eigentlich nur neue Schuhe gebraucht hättest? Wenn ich was mache, dann mache ich das richtig. Du wirst mir das schon beibringen, oder? Wir können es nachher gleich mal ausprobieren. Jetzt warte doch erst mal ab, ob mir dieses Joggen überhaupt gefällt. Ah,
Ich bin ganz sicher, dass du das magst. Du hast gestern ganz glücklich ausgesehen, als du zurückkamst. Ja, das stimmt. Bitte sehr, Herr Bürgermeister. Danke. Auf Wiederschauen. Danke, Wiederschauen. Jetzt siehst du wieder so glücklich aus. Ja, das bin ich auch. Der Klient hat zugesagt. Na, das ist ja ein Grund zum Feiern. Das geht nicht. Ich muss nachher vielleicht auch in die Kanzlei. Ja. Guten Tag. Alles okay, Mami. Weißt du, was sie im Wald gemacht haben? Sie haben ein Fischermesser genommen und die Angelhaken. Und zum Glück hatten wir die Clips von den Tüten. Damit haben sie die Ader abgeklemmt. Ihr Mann hätte es sonst nicht überlebt. Ist er schon im OP? Ja, er ist außer Lebensgefahr. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Wie kann ich Ihnen danken? Danken Sie Arne. Er hat Ihrem Mann das Leben gerettet. Er ist losgelaufen und hat Hilfe geholt. Jim, schön, dich zu sehen. Hey, Pete. Du kannst ja schon wieder gehen. Ja, auch ohne Krücken. Wirklich viel besser als das, was du jetzt siehst. Ich musste nur den ganzen Tag durch den Wald laufen. Du läufst schon durch den Wald? Wir mussten einem Verunglückten helfen. Mir geht's echt richtig gut. Das freut mich. Willst du auch was? Ja, ein Kaffee. Ein Kaffee noch? Gerne. Also, ich hätte nicht gedacht, dass du schon so weit bist. Ich habe erwartet, dich im Rollstuhl zu sehen. Ja, die Reha, die war einfach richtig gut. Und ich glaube, dass ich in 2 Monaten sogar wieder mit dem Training anfangen kann. Du meinst Tennistraining? Ja, was für ein Training sonst? Ich denke, dass ich es im Herbst sogar schaffe, zu dir nach Florida zu kommen, in dein Camp. Warum sagst du nichts? Haben die Ärzte dir gesagt, dass du wieder Tennis spielen kannst? Naja, sie haben mir Hoffnung gemacht, dass alles möglich ist. Du weißt, ich bin dein Freund und du bist das beste Talent, das ich je trainiert habe. Aber... Du hast deinen neuen unter Vertrag, oder? Ja, auch. Hat dir niemand die Wahrheit gesagt? Was für eine Wahrheit? Dass du nie wieder Profi-Tennis spielen kannst. Was? Woher willst du das denn wissen? Ich habe mich in Amerika mit einigen Spezialisten unterhalten. Es geht einfach nicht nach der Entfernung eines Spinaltumors. Du wirst nie wieder Leistungssport betreiben können. Das glaube ich nicht. Du kennst die genaue Diagnose doch überhaupt nicht. Ich werde dir das Gegenteil beweisen. Du versuchst es gar nicht. Du vergeudest nur deine Zeit und ruinierst deinen Körper. Außerdem machst du dir das Leben zur Hölle. Mein Leben ist ohne Tennis die Hölle. Ich kann mir auch einen anderen Trainer suchen. Ich sag's dir nochmal, ich bin dein Freund und nicht nur dein Trainer. Such dir eine andere Herausforderung. Es gibt doch nicht nur Tennis. Du bist doch noch so jung. Ich hab das schon verstanden. Der Zirkus muss weitergehen. Es lohnt sich nicht mehr, in mich zu investieren. Ich schätze den Kaffee, den zahlst du. Pete! Ich kann den Schläger nicht mal. Kannst du mir helfen? Oh, Paulchen, ich bin da ganz schlecht. Warte, bis Bibi kommt. Der kann das bestimmt. Christian, wie siehst du denn aus? Ist Bibi schon zurück? Nein. Ich dusche mich schnell. Ist da ein Apfel, ja?
Kiwi? Brauchst du Hilfe? Lass mich einfach in Ruhe. Dein Vater will dich sofort sprechen. Der kann mich mal. Kiwi, kannst du mir einen Tennisschläger geben, damit ich ihn abmalen kann? Nein, hier gibt's jetzt kein Tennis mehr. Das ist jetzt vorbei. Ach du liebe Zeit. Piwi, jetzt mach auf! Mensch, Piwi, jetzt mach doch endlich die Tür auf! Du hast mich belogen! Ich weg! Was ist denn los? Ach, Piwi glaubt ernsthaft, dass er da weitermachen kann, wo er aufgehört hat. Jetzt hat er Jim getroffen und der hat ihm gesagt, dass er nicht mehr Tennis spielen kann. Aber ihr wolltet doch heute mit ihm sprechen. Ja, aber dazu ist es nicht gekommen. Ich habe alles falsch gemacht, Inge, und jetzt hasst er mich. Quatsch! Piwi? Lass mich rein, bitte. Los, komm. Piwi, mach auf. Verdammt. Ich verstehe dich doch. Es ist schlimm, sehr schlimm. Aber wir sind alle für dich da. Ich will nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Rede mit deinem Vater, bitte. Er hat dich nicht belogen. Er hat nur versucht, dir Lebensmut zu geben. Er ist nicht dein Feind. Er liebt dich. Ja. Was hätten wir denn machen sollen? Du warst so verzweifelt, du wolltest lieber sterben, als ein Krüppel zu sein. Und dann ist die OP gelungen. Ich meine, das war für uns alle wie ein Wunder. Ja, für mich ja auch. Du wärst doch in ein schreckliches Loch gefallen, wenn wir dir die Wahrheit gesagt hätten. Ja. Vielleicht. Und jetzt kannst du wieder gehen. Es geht dir wieder gut. Ich wollte dich nicht belügen. Tennis ist mein Leben. Ich kann doch gar nichts anderes. Ach, das ist doch Quatsch. Du weißt doch gar nicht, was du alles kannst. Mensch, ich war so stolz auf dich gestern. Warum? Wieso? Wie du mit Arne umgegangen bist. Wie du ihn beruhigt hast, wie du ihm gut zugeredet hast, wie du ihm die Angst genommen hast. Ich meine, das war mir gar nicht so bewusst. Michael und ich wollten dir natürlich sagen, was Sache ist, bevor Jim kommt. Es tut mir so leid, dass dich das so kalt erwischt hat. Gerade an diesem Tag, wo ich mich das erste Mal wieder als Mensch gefühlt habe. Es hat aber nichts mit Tennis zu tun. Erinnerst du dich? Es ist bitter. Sehr bitter. Ich brauche Zeit. Die kriegst du.
Alle Zeit der Welt. Oh,